Ey Kevin, mach mal einen coolen Drink mit Campari. Sehr gerne. Wir machen heute den Campari Milano. Das ist eine fruchtige Abwechslung zum Campari Spritz. Davon geben wir zunächst einmal Cranberry Saft in ein Weinglas. Von dem benötigen wir dann 3 cl. Anschließend geben wir den Campari hinzu. Auch von diesem benötigen wir 3 cl. An dieser Stelle auch großen Dank an Konalko, die uns diese Flasche zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr mal eure Bar ausbauen wollt oder einfach Alkohol online bestellen wollt, checkt mal die Website ab. Ich würde das Ganze ganz kurz umrühren. Einmal so. Und jetzt wird das Ganze mit Sekt aufgefüllt. Jetzt kommt der Sekt hinzu. Das Ganze garnieren wir jetzt nochmal mit frischer Minze. Die schlage ich einmal am Handrücken an. Und fertig ist der Campari Milano. Für mehr dieser Videos drückt auf das Plus.